This is how we so stellen wir uns das morgen vor. Der BMW D spricht mit dir, wechselt den Lack wie ein Chamäleon. Es ist die große Show, mit der BMW in Las Vegas beweisen will, sie haben eine Vision von intelligenten, hochdigitalisierten Autos. It is our vision of pushing the boundaries. Wir wollen die Grenzen überwinden zwischen Hard und Software. Es ist ein Konzeptfahrzeug, dessen Technologie in Serie gehen soll. Mit dabei Helden aus vergangenen Zeiten, Arnold Schwarzenegger, aber auch Kit oder Herbie. Die meisten, die sich BMW leisten können, sind mit diesen Ikonen aufgewachsen. Es ist die große Show, die auch VW auf der CES sucht. One, two, three, action! Ein Werbefilm, in dem der Chef persönlich die neueste Errungenschaft präsentiert, den ID.7. Nun gehört auch die E-Limousine zu VWs Elektroportfolio. E-Autos bauen heißt große Autos bauen. 2021 war weltweit fast jeder zweite E-Wagen ein SUV. Kleinwagen bleiben unrentabel. Es ist tatsächlich so, weil die Batteriekosten, die Systemkosten sind noch sehr hoch. Wir arbeiten uns natürlich systematisch auch nach unten. Wir haben jetzt mit dem ID.3 aktuell das kleinste Fahrzeug, aber wir arbeiten natürlich intensiv an kleineren Fahrzeugen. Sie sind auf der weltgrößten Technologiemesse nicht allein, die zeigen wollen, wie die digitale Zukunft aussieht. Auch die Konkurrenz zeigt in Las Vegas, dass sie nicht schläft, ganz im Gegenteil. Die meisten E-Fahrzeuge verkauft weltweit mit Abstand weiterhin Tesla. Die chinesische Marke BYD verdreifacht ihre weltweiten Verkaufszahlen in 2021. Die chinesischen Autohersteller kommen durchaus mit Macht, denn sie haben einige Vorteile. Zum einen, was den Elektroantrieb anbetrifft, sie haben Zugriff auf alle Rohstoffe, die man braucht, zum Beispiel für die Lithium-Ionen-Batterie. Diese Rohstoffe müssen die deutschen Hersteller zum Teil auch aus China erst einkaufen oder die Vorprodukte aus China einkaufen. Da hat die chinesische Industrie einen großen Vorteil. Technologien entwickeln, zugänglich machen. Beispiel Mercedes. Neben ihrem elektronischen Konzeptauto verkünden sie auf der Messe ein globales Schnellladenetz, beginnend in Nordamerika, für rund 500 Millionen Euro bis 2030. In Zukunft wird es nicht nur ums Auto gehen, sondern um das Gesamtpaket Rohstoffe und Batterieproduktion. Das sind neue Felder, in die wir uns eingraben in diesen Tagen. Und da gilt es auch ganz, ganz vorne dabei zu sein. Insofern Software ist entscheidend, Batterietechnologie, aber auch ein gesamtes Ökosystem für den Kunden, der am Ende das Leben für den Kunden einfacher macht. Und dazu gehört auch Laden. Mercedes sprintet den Erfolgen von Tesla hinterher. Erfolge, die auch VW und BMW brauchen, damit ihnen die Konkurrenz nicht davonfährt.